Entschuldigung. Ja, hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Racing Wochen bei Els. Dreschen Retro Special Stock Car Crash. Ja, Rennspiel, klar. Da braucht man gar nicht groß rumeiern. Was das für ein Rennspiel ist. Ja, ein bisschen Bambule hier, ein bisschen Beulen. Hatten wir ja öfter schon. Boah, ist gerade laut auf meine Kopfhörer. Moment, jetzt ist besser. Ich hatte eigentlich schon ein Profil angelegt mit diesem Rennen. Wo ist alles hin? Es ist wieder hier, läuft, ne? Load Player! Credit, jawohl. Und das wird eine relativ kurze Geschichte. Ich will euch das einfach nur zeigen, weil so unlustig ist es nicht. Ja, es sieht grafisch katastrophal aus. Brauchen wir nicht drüber reden, also. Einfach mal so simpel, das einfach ist Rennen. City Center, Berlins, Old Mines, Scrappies, National Park. Genau. Bisschen Naturschutz hier denunzieren. Der Schwärzer, den nehmen wir. Schwarz wie ein Nagel, fast Ledermantel. Warum Zulu müsste noch. Komm, jetzt, hier. Geht auch. Und die Kamera. Ah, läuft. Au. Das war ein super Start. Besser geht gar nicht. Boostanzeige ist ein bisschen fies. Man kann in dem Spiel boosten, aber die muss leider voll sein, die Anzeige. Ich habe heute Bäuerchen. Ich habe heute irgendwie was Fettiges gegessen. Das könnte an meinem Bud Spencer Terence Gedächtnisteller liegen, den ich gerade verzehrt habe. Also Bohnen mit Speck. Es sieht schlimm aus, das Spiel. Ich weiß, der Sound ist auch nicht wirklich besser. Aber wisst ihr was, Leute? Das macht tatsächlich Gaudi. Allerdings wird es mir in der Kameraperspektive gerade ein bisschen duselig. Nicht bestimmt auch an den Speck und Boden. Die Kiste, wenn man auf die Bremse tritt, steht fast sofort. Das ist ja wie die Panzer in Road Rash. Verfolger meines Kanals wissen, was ich meine. Geiles weißes Moped. Bei Road Rash halt auf dem Saturn. Mache ich erst Let's Play, immer am Wochenende. Das sind so kleine, ich muss nur sagen, so detailmäßig ist das gar nicht schlecht. Da liegen die Teile halt auch noch auf der Bahn. Insofern gibt es echt schlimmere Spiele. Und ja, es sind immer im Prinzip 8. Au, oh, und was ich vergessen habe, was ich übersehen habe. Wo war der Boost hier? Da ist er, jetzt hier, jetzt geht er ab hier. Ja, es geht so ab, das wollte ich gar nicht. Und ihr seht, bei mir fehlen schon sämtliche Stoßstangen. War aber nix. Also das Spiel hat nicht so ein ausgefeiltes Schadensmodell wie zum Beispiel Flatout. Aber es wurscht. Eine Runde zwischendurch macht das echt Spaß. Und lasst mich lügen, Leute, aber PSN Store 3 Euro kann man machen, ne? Gibt Schlimmeres. Zwei-Spieler-Modus an einer Konsole und Leute, wie ich immer sage, ne? Kiste Bier dazu, macht alles Spaß. Hihi! Ne, das heißt ja, Entschuldigung, mein Fehler. Die Kurve ist nicht meins, merkt ihr? Hier mal hoffen, dass keiner kommt. Genau. Lief gut. Was? Position 4 von 10. Das ist ja eine Frechheit. Das ist ja... Ich habe das gesehen. Die liegen auch viel besser auf der Straße als mein Hobel. Aber wir sind Dritter. Das ist übrigens im Karrieremodus, was es in dem Spiel auch gibt. So ein Kriterium muss man erfüllen. Mindestens Dritter werden im Rennen, damit man im Rennen weiterkommt. Das war sehr, sehr knifflig. Das Blöde ist, hier wird es mir duselig. Aber bei der Außenansicht kann ich nicht so gut steuern. Warum es mich da jetzt gerade weggefetzt hat, weiß ich allerdings auch nicht.
Wie viele Runden haben wir noch? 4 von 5. Das ist doch mal. Jetzt kommt, krieg ich die ein. Also von der Steuerung geht es echt in der Perspektive ein bisschen besser. Und die Racing-Wochen sind noch nicht vorbei, da kommt noch ein bisschen was, Leute. Also wirklich viel Trash, ich geb's zu. Ah, Erster! Geht auch. Das war in der letzten Runde, aber... Ja, das war schon besser, die Kurve jetzt. Nicht gut, aber besser. Alter! Da ist mir doch gerade einer ins Heck gekachelt oder irgend sowas. Wir werden es in der Wiederholung sehen, Leute. Ich glaube, das Spiel hat eine. I'm not so sure, aber I hope so. Ja, und das Spiel hat Stadtstrecken, das hat Landstrecken. Ja, es ist gar nicht, es ist nicht verkehrt. Und wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis passt total. Und wir haben ja am ersten Platz gleich gerockt. Die ist passt schon. 6 Minuten auf der Uhr. Auch nicht verkehrt. So von der Partlänge her. Ich will ja eigentlich immer die Trash und Retros, gerade die Wochen bei Els, gar nicht so lang gestalten. Wenn das passiert, dann passiert. Habe ich auch keinen Stress mit. Aber eigentlich sollen das immer bloß so 10-Minuten-Videos werden. Jetzt komm, mach mal hier richtig. Hallo. Machen wir auf zurück. Ich würde gerne den Start haben. Was ist denn hier? Lustig, ne? Das war ich übrigens jetzt die ganze Zeit. Denn... Machen wir mal ein komplettes Replay. Gerade verwirrt mich das Ding. Aber total. Weil da habe ich schon gar keine Parts mehr dran. Also die Stoßstangen fehlen schon total. Nein, mir ist da gerade kein... Also zumindest haben wir den Beweis, mir ist da keiner in die Karre gefahren. Ich bin selber so scheiße gewesen. Aber so scheiße gewesen und den ersten Platz gemacht. Ne? Läuft. Okay. Reicht eigentlich auch für das Spiel. Einfach mal zum Angucken, zum Rumblödeln. Macht Spaß. Ist halt absolut nichts Besonderes. Aber, mein Gott. Für ein Apple und ein PSN-Store. Wenn ihr ein paar Kröten da einfach mal drüber habt, weil ihr habt euch ein Spiel runtergeladen und habt zu viele Punkte noch übrig. Ja, komm, holt euch das Teil. Nicht schlimm. Ich sag bye. Bis zum nächsten Mal.